Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Heute haben wir eins der interessantesten Themen, was ich seit Jahren heraufbeschwöre und drüber spreche. Und dieses Jahr ist es neben all den Problemen, die dieses Game hat, aber auch einige gute Entscheidungen, die getroffen worden sind. Und eine davon ist, dass wir aktiv die Möglichkeit haben, ohne wie in MW19 einen Perk dafür zu opfern, Score-Streaks zu haben oder eben Kill-Streaks, so wie wir das wollen. Und ich erkläre euch gleich komplett einmal, was eigentlich ist. Und ich zeige euch auch anhand eines kleinen Beispiels, die wir in der privaten Lobby aufgenommen haben, warum es sich zu 100% jede Runde, jeder Modus, egal wie ihr spielt, immer mehr lohnt, Score-Streaks zu nehmen als Kill-Streaks. Bevor ich das aber sage, will ich euch kurz etwas erklären, was viele von euch vielleicht noch gar nicht gesehen haben. Wenn ihr in das Menü geht, unter eure Streaks, dann seht ihr links unten dort einen Toggle. Auf der PlayStation ist es R2, auf der Xbox weiß ich es nicht, ist an der gleichen Stelle. Und auf dem PC müsst ihr mit der Maus da einmal drauf gehen. Nur mit diesem einen Klick, und das geht nur vor einer Runde, nicht während einer Runde, nur vor der Runde oder eben nach der Runde, könnt ihr auswählen, ob ihr eure Streaks mit Score oder mit Kills bekommen wollt. Und wenn ihr jetzt diese Streaks durchgeht, werdet ihr sehen, dass jede Streak das 125-fache an Punkten kostet, was es im Vergleich an Kills kostet. Tatsache ist aber, dass ihr nicht 100 Punkte für einen Kill bekommt, sondern in den schlechtesten Modi, wo es keine Objectives gibt, also TDM frei für alle, bekommt ihr 125 Punkte pro Kill, nicht 100. Das bedeutet, auch wenn Killstreaks sozusagen einen Kill weniger benötigen als das Äquivalent an Punkten, bekommt ihr mit genauso viel Kills in TDM genauso die Scorestreaks voll, als wenn ihr Killstreaks hättet. Jetzt gibt es ja aber den großen Unterschied, dass ihr bei Killstreaks nur einen Kill dazu bekommt. Wenn ihr Assists macht, wenn ihr eine Flagge einnehmt, wenn ihr eine Drohne ruft und eure Teammates Assist-Punkte machen und, bekommt ihr bei Killstreaks keine Punkte zu euren Streaks dazu. Wenn ihr aber Score-Streaks aktiviert, und das habe ich euch hier mit den einzelnen Punkten gezeigt, bekommt ihr auf hunderte verschiedene Arten Punkte, teilweise aktiv, teilweise passiv, damit sich eure Streaks aufladen. Und ich will euch nur ein paar Beispiele nennen. Und generell bin ich komplett der Meinung, dass Score-Streaks in ein COD zu 100% reingehören. Es sorgt dafür, dass es zumindest den Anreiz für Spieler gibt, in Modi wie Stellung, Herrschaft, Aufsuchen, Zerstören mit einer Bombe, Diffusen oder Planten, Capture the Flag, was jetzt wohl kommt, früher war es mal Ablink, Kontrolle. Es gibt den Anreiz für Spieler, sich in dem Game zu bewegen. Gerade in dem Sentinel-Game Modern Warfare 2, wo jeder zweite entweder möchte gern TikToker ist, mit einer M4, die schon seit 10 Wochen auf Gold ist und nur die eine Waffe spielt. Auch der hat Grund dafür. Und genauso die größten Deadlift-Bots, die ansonsten nur campen, wenn die einmal nachdenken, werden sie sehen, dass sie mit Score-Streaks viel mehr Anreiz haben, um ihre Streaks zu bekommen. Und der große Vorteil ist, ihr bekommt wirklich, ich glaube, es gibt 70 verschiedene Arten, wie ihr Punkte bekommen könnt. Ihr bekommt 50 Punkte zu den Score-Streaks mit einem Assist. Gerade in TDM ist das cool. Wie oft habt ihr das, dass ihr jemanden anschießt, irgendein Teammate tötet den, er kriegt den Kill, ihr habt Killstreaks, ihr kriegt gar nichts. Obwohl ihr 3 von 4 Schüssen getroffen habt, so kriegt ihr wenigstens 50 Punkte dafür. Oder 75, was auch immer das beim Assist aktuell ist. Wenn ihr normalen Kill macht, 125 Punkte. Wenn ihr einen Gegner auf einer Flagge tötet, wenn er auf einer Flagge steht und ihr verteidigt eure Flagge, 150 Punkte. Wenn ihr eine gegnerische Flagge einnehmt, 150 Punkte. Wenn ihr eure Munitionsbox werft, was eine Feldaufrüstung ist, jeder, der sich eine nimmt aus dem Team, gibt euch 25 Punkte. Wenn ihr Kills mit einem Vitoi macht, jeder Kill macht 25 Punkte. Wenn der 8 Kills macht, was beim Vitoi nicht unüblich ist, habt ihr einfach 200 Punkte dazu. Ihr ruft eine Drohne, ihr bekommt für jeden Kill, den einer eurer Teammates macht, 10 Punkte dazu. Das kommt durchaus mal hin, dass ihr mit einer Drohne, dass euer Team 10 Kills in der Zeit macht, solange sie aktiv ist, gibt 100 Punkte. Ihr spielt Drohne kontra Drohne, dann 2x10 sind 200 Punkte. Dann habt ihr sozusagen schon fast den VTOL, ohne dass ihr zusätzlich irgendwas machen müsst. Wenn ihr
eine neutrale Flagge einnimmt, die A- oder C-Flagge, wenn die neutral ist, 50 Punkte direkt zum Start des Games, ohne dass ihr was getan habt, außer 3 Meter geradeaus zu gehen. Wenn ihr B einnehmt, 150 Punkte. Und ich schwöre es euch, Leute, und das macht wirklich den größten Spaß in diesem Game, wenn ihr in einem Match seid und ihr spielt Herrschaft zum Beispiel und in Herrschaft geht ihr auf die B-Flagge gleich am Anfang, verteidigt die B-Flagge, ihr macht auf der B-Flagge 1 oder 2 Kills, weil Gegner ja auch dahin wollen. Es gibt ein paar Karten, wo man extrem schnell auf B ist, wo man einfach einen Vorteil hat, weil die Karten mit den Punkten teilweise schlecht gemacht sind. Da kommt auch noch ein Video zu Suchen und Zerstören, wo das unfassbar schlecht gemacht ist, wo die Bombenplätze unglaublich schlecht sind. Aber bleiben wir bei Herrschaft, bei Stellung. Da kriegt ihr so viel Punkte. Ihr könnt, wenn ihr auf B raufspringt, 2 Kills macht und die Flagge einnehmt, habt ihr Drohne und Konterdrohne mit 2 Kills. Während ihr bei Killstreaks auf dieser Flagge euer Leben verteidigt, diese Flagge verteidigt, die Flagge einnehmt, 2 Kills macht, wisst ihr, wie viel ihr kriegt? 2 Kills. Ihr müsst immer noch 2 Kills machen für eine Drohne. Während ihr bei Scorestreaks zum gleichen Zeitpunkt, wenn es überlebt, schon Drohne und Konterdrohne voll habt. Absolut geisteskrank, wenn man mal so ein bisschen rattert und überlegt. Deswegen, es gibt keinen Grund, Killstreaks zu nehmen in Modern Warfare 2. Es gibt einfach gar keinen Grund. Es sei denn, man sagt irgendwie, ich bin zu faul zu rechnen oder so, aber das kann nicht der Grund sein. Und dazu kommt, es gibt ja auch wieder so ein bisschen Cheatcode, was es angeht. Und zwar könnt ihr theoretisch als Feldaufrüstung und Munitionskiste nehmen, die echt nicht so schlecht ist, obwohl für mich ganz klar Totenstille, weil ich brauch's einfach. Ihr nehmt die, bekommt Punkte damit. Ihr nehmt Drohne, Konterdrohne und Vitoljet mit. Ihr bekommt Punkte durch die Munitionskiste, wenn Teammates Munition nehmen. Durch die Drohne bekommt ihr Assist-Punkte. Durch die Konterdrohne bekommt ihr Assist-Punkte. Und dann als drittes Perk könnt ihr auch einfach Hardliner mit dazu nehmen. Das bedeutet, dass ab dem Zeitpunkt, wo ihr Hardliner habt, und das sind aktuell 3,5 Minuten, von wenn ihr keine Punkte sammelt, bis ihr Hardliner bekommt und mit jedem Kill gehen 10 Sekunden runter, mit 100 Punkten gehen immer 10 Sekunden runter, mit einer Flagge gehen 15 Sekunden runter in die Neutrale. Ihr seht, ihr kriegt das Perk 3 relativ zügig, auch wenn das Perk-System schwachsinnig ist. Und ihr habt einfach die Möglichkeit, mit Hardliner über die Hälfte der Runde unglaublich schnell 125 Punkte weniger. Das heißt, ihr braucht Score für eine Drohne zum Beispiel nur 400, glaube ich. Ihr braucht einen Kill auf einer B-Flagge und nehmt die ein und habt die Drohne mit Hardliner. Ein Kill. Ein Kill für eine Drohne. Und dadurch, dass Geist in der letzten Perk-Kategorie ist und viele Leute Geist teilweise gar nicht bekommen oder sehr spät, sind Drohnen von Anfang an in der Runde unglaublich wichtig in diesem Game. Und vor allen Dingen auch, weil dann eben Schüsse von Gegnern ohne Schalldämpfer auf der Minimap angezeigt werden, wo Infinity Ward sich ja aus welchen Gründen auch immer dafür entschieden hat, dass sie es rausnehmen. Das heißt, wenn ihr genau überlegt, kann ich euch nur empfehlen, geht in die Streaks von euch, macht Score-Streaks an, scheißt auf Kill-Streaks, bringt euch gar nichts, das ist nur ein Nachteil. Ich habe bisher nicht einen Punkt gesehen und ich habe lange darüber nachgedacht, warum man Killstreaks statt Scorestreaks nehmen soll. Und glaubt mir, Leute, wenn ihr in einem Team spielt, Modern Warfare, Herrschaft, Stellung und ihr springt auf Flaggen und verteidigt diese Flaggen um euer Leben und ihr seht, wie eure Scorestreak-Anzeige sich füllt, das ist der größte Spaß, den man in diesem Game haben kann, gerade mit Skill-Based Matchmaking in richtig sweaty Lobbys. Und wenn ihr eine Kack-Lobby habt, wo alles scheiße ist, einfach aus dem Spiel gehen, nächste Runde suchen. Persönlich muss ich euch ganz ehrlich sagen, ich habe aktuell den Fun meines Lebens. Ich habe die letzten 4 Tage 12 Stunden durchgängig jeden Tag gestreamt. Ich bin glücklich darüber, dass ich Spaß haben kann. Ich scheiß auf Skill-Based Matchmaking mittlerweile. Ich scheiß auf die Gameplay-Entscheidung von Infinity Ward. Ich mache mir meinen eigenen Spaß. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich mit den Videos auch kritisch bleiben. Aber gerade das Thema für mich super interessant. Jetzt habe ich noch Totenstille für euch getestet und wie laut die Fußschritte sind. Ich habe noch ein Video für Suchen und Zerstören, was mit dem Modus ist. Tipps und Tricks Video habe ich auch noch. Da kommt noch einiges auf euch zu, Leute. Also ich freue mich sehr, die Zeit genieße ich gerade. Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, ihr überlegt eure Einstellung, falls ihr bisher Killstreaks genommen habt. Und lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und schreibt mir bitte mal euren besten Tipp oder Trick für MW2 rein, damit ich das Tipps und Tricks Videos mit euren Tipps und Tricks nochmal auffüllen kann. Ich bin raus, haut rein.